Ich finde, man hätten uns dieses Fisk-Versteck einfach mal so schenken können. Ich bin gerade auf einer Fisk-Baustelle. Hier sind zwar viele Leute, aber die Arbeit geht nicht voran. Die man sehen kann. Das läuft im Verborgenen. Ich drehe jeden Stein um. Hm. Okay. So, komm mal her. Bang. Was passiert, wenn ich von hier oben irgendwas mache? Geht das? Oder bin ich da zu weit weg? Oh mein Gott! Und wer es nicht hingekriegt hat, wird gefeuert? Das war knapp. Genau, die Art gefeuert, wo du dir keine Gedanken um deinen nächsten Job machen musst. Wenn du mich fragst, macht der Boss alles richtig. Die anderen sollen. So, die drei, wie kriege ich die auseinander? Da sind auch zwei nebeneinander. Ich mache erstmal die einzelnen, ne? Zum Beispiel den Kollegen hier. Komm her. Wir haben auch noch so einen Kollegen. Komm her. Nice. Da dürfte noch einer sein. Auch der wird nicht das große Problem darstellen. So. Nice. Ja, jetzt ist das Problem mit den Zweien da. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Ich habe ein komisches Gefühl. Jetzt kommen die Wellen. Ich lasse euch gar nicht erst raus. Bleibt mal schön da drin. Oh mein Gott. Die Rakete. Lasst euch nicht in die Luft befördern. Zack, wird er in die Luft befördert. Guck mal, Freunde. Nice. Welle 3 schon. Da werde ich aber eine Menge Abmahnungen schreiben müssen. Nein, habe ich nicht vor. Oh mein Gott. Wie wäre es hiermit? Die Rakete. Was für ein Fight wieder. Nice. Und das als Spider-Punk. Hat die Nase voll von dir. Ja, ich auch. Von euch. Das ist nicht fair! Stirb endlich! Ah, hier kommt der Nachschub! Wieso kriege ich keinen Nachschub? Ach ja, mich kann niemand leiden! Oh Mist! Achtung! Wir werden immer weniger! Naja, mehr werdet ihr nicht, ne? Spider-Man, von ja. Der Quellen weiß ich, dass sie damit schweren Waffen handeln. Sprengstoff, Raketenwerfer. Fisk kommt an Material ran, das eigentlich nur für Militär genutzt wird. Das muss weg von der Straße! Um jeden Preis. Wir versuchen unser Bestes. Aua. Wo war der? Und wo hat er geschossen? Oh mein Gott. Da oben. War es das? Nein. Okay. Welle 5, aber nicht die letzte. Es gibt unterschiedliche Arten der Unterstützung. Ihr könntet doch einfach auf toll gemacht sagen. So. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. So. Darf uns nicht besiegen. Los, auf ihn! Da hätte ich mich jetzt gefreut, wenn der mit seinem Raketenwerfer seine Leute umgehauen hätte. Oh mein Gott. Wirst du nicht. Okay, das. Ja, den haben wir schon halb tot. Wow, das war knapp. Das sind noch mehr. Nice. Letzte Welle. Jungs, eurem Boss im Knast Gesellschaft leisten wollt. Zurück, sofort. Okay, ich könnte ja eigentlich mal. Welches ist das? Die Netzbombe. Oh nein. Macht Sinn. Na.
Macht ihn endlich fertig! Hoffentlich bist du gesichert! Endlich! Ja, das war knapp. Nicht aufgeben! Ich will nicht abhauen! Mr. Fisk lässt grüßen! Oh mein Gott, wo fliege ich denn hin? Das ist dein Ende! Oh, das war knapp. Machen wir wieder ein Konzert für euch. Wo sind denn hier noch welche? Hier ist noch einer. Ah, mein Freund. Guck mal hier. Nice. Und da hinten. Ernsthaft? Du spinnst wohl, Mann. Wie soll ich denn da nicht drankommen? Ich schieße ihn in Stücke. Mach das. Tschüss. Fisk-Versteck abgeschlossen. Nicht perfekt, glaube ich. Wir haben nicht alle Bonus-Dinger geschafft. Habe Big Willys Jungs plus Waffen verschnürt wie ein Paket unterm Weihnachtsbaum. Ja. Naja, farblich ähnelst du ja schon dem Weihnachtsmann. Danke. Danke. Oh. Gut, entwaffne 5 Gegner. Ah, das hätten wir vielleicht mal machen können. Egal. Fortfahren. Nochmal neu starten werde ich das nicht. Wir haben das Fisk-Versteck abgeschlossen. Jo. Wir könnten hier diese Nebenmission machen. Internetberühmtheit. Warum nicht? Komm, da gehen wir hin. Dann haben wir hier die Nebenmission im Norden abgeschlossen. Wenn da nicht noch mehr dazu kommen, natürlich. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Ich wünsche mir, dass was dazu kommt. Ich will viel, viel mehr abschließen hier. Das Spiel macht einfach so einen Spaß. Verfügbare Einheiten. Körperverletzung wurde gemeldet. Einheit zum Garvey-Park. Wo? Hier oben? Ja. Nee. Wahrscheinlich hier unten eher. Dachte ich zumindest. Nein, es ist da oben. Na, dann komm. Ich schwöre es. Ich hab dich mit der Hey, Freunde. Schlag mich doch. Aber ich schlag zurück. Oh mein Gott. Ich weiß, ich bin nicht das beste Vorbild. Aber man sollte echt keine... Eine Kombo von 10 oder mehr. Das war's. Das war eine Kombo. Mit einer wichtigen Einmeldung. Das gibt's nur hier. Bürgermeister Osborn, danke für Ihren Anruf. Nein, danke Ihnen, Jonah. Ja, erzähl mal. Ich habe hier noch zu tun. Fair zu mir. Hart, klar, aber fair. Internetberühmtheit. Machst du es also? Die Screwball-Challenge? Was? Welche Screwball-Challenge? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Was? Tja, in dem Fall. Drücke, um die Kamera auszurüsten. Ja, okay. Das sind einfach irgendwelche QR-Codes. Hab's. SM! Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Okay. BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert. Was habe ich getan? Der Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Mhm. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen. Ganz besonders einer. Der Wem? Letzte Matrix-Barcode verriet dir den Standort eines... Jetzt kommt... Ja? Entführungsopfers. Was? Ich weiß. Erhöhter Einsatz und all das. Was? Ist sie nicht telegen? Gefangen. Hilflos. Was? Sie verhungern? Ersticken? Willst du mich verarschen? Sag mir, wo die ist. Die Zeit ist knapp. Das Internet sieht zu. Die spinnen wohl. Das ist echt übel. Und die klatscht die ganze Zeit. Aber ich muss mitspielen. Ja. Dann spielen wir halt mit. Ein Entführungsopfer. Sind die eigentlich noch zu retten hier? So. Wir müssen in diese Richtung. Okay, was haben wir denn hier? Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Da ist er doch. Spider-Man. Was? Das kann ich verkaufen. Wie? Da ist er doch. Für ein Foto dieses Codes könntest du eine andere Perspektive benötigen. Oh, okay. Das ist mir neu. Vielleicht von hier oben? Nein, Mann!
Alter, wohin fliegst du? Von hier, oder? Reicht das? Nein? Das reicht. Hab's. Okay. Ach Mist! Gruß geht raus an meine Fans, die gerade neu im Stream sind. Was zum Henker? Sind jetzt alle durchgeknallt? Ja, ich wollte gerade sagen. Alter, Screwball ist crazy. Tja, schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Nächster Code in die Richtung. Kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Na klar. Hashtag gesegnet. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Über den Code solltest du die Koordinaten für den nächsten Ort bekommen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Unsere Freundin ist allein und traurig. Alter, die ist ja bekloppt. Absolut crazy. Das ist das Gebiet? Das ist ein sehr großes Gebiet. Oh, da ist es. Okay, hab schon gefunden. Glück gehabt. So, da von, ist der andere Code. Von hier auf nicht. Auf zwei Gebäude aufgeteilt. Das wird knifflig. Ja, ja, mal gucken. Wahrscheinlich von... Okay, von weiter hier. Hm. Vielleicht von hier? Reicht das aus? Na, nicht ganz. Nicht ganz. Das ist nicht ganz richtig. Wobei, von... Ja, von hier auch nicht. Von weiter unten dürfte es klappen. So vielleicht? Reicht das? Hab's. Glück gehabt. Das ist total inoffiziell. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Was? Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch wer weh. Okay, weg damit. Weg damit. Okay. Alter, die ist ja crazy. Tick, tack, tick. Ich bin auch schon dabei. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Unserem Rette Opfer. Sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Die im Entertainment heißt Langeweile. Da knall ich eine rein, ey. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Wo denn? Da. Okay. Ich muss schnell sein, sagt er. Dann sind wir eben schnell. Was soll's? Alter. Ein Entführungsopfer. Aber noch einen neuen Bösewicht, wie es aussieht. Screwball. So, let's go. Kriegen wir hin. Entführungsopfer. Wenn das überhaupt ein Entführungsopfer ist. Ne, das weiß ich noch nicht. So, unter uns. Überall Kameras. Hier ist es. Ja. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein. Oh mein Gott. Spider-Man, oh mein Gott. Ich bin dir so dankbar. Ey, das ist ja selber. Für die Abermillionen Klicks gerade. Screwball! Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen... Hau dir eine rein! ...gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau! Noch mehr Follower! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. TLDR! Ich halte das offiziell nicht gut. Dann sag, sie sollen aufhören! Den Tag hatte ich mir anders vorgestellt! Du kriegst mich nicht klein! Naja. Schnee, du Zwerg! Okay, okay, er kann sagen Zwerg. Das ist schon endlich richtig. Ein richtiger Kampf. Komm her. Stehen bleiben. Wie wär's hiermit? Ja, passt. Waffe sicher. Okay, da sind immer noch welche. Tschüss. Immer noch nicht. Jetzt aber. Habt ihr nicht. Ich glaub's nicht. Glaub es ruhig. Wenn ich dir die Knochen breche. Es
das immer noch der Dicke? Nee, ich dachte schon. Doch, der Dicke ist, lebt immer noch. Er gehört mir. Nein. Jetzt reicht's mir aber, Dicker. Dass er immer noch lebt, ich fass nicht. Mann, verdammt, ich wollte ihn eigentlich erwischen. So, war's das? Wo ist Screwball? Alter, ich knall dir einen. Was wird mir denn zu Last gelegt? Okay, sehr gut. Ich hab gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Ich glaub's ja nicht. Was? Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Internetberühmtheit. Sehr fraglich. Aber 1500 EP, das ist das Wichtigste. Die nehme ich gerne. Hier ist auch direkt so eine Black Cat Aufgabe. Kann man direkt machen. Warum auch nicht? So, einmal hoch hier. Zack. Perfekte Landung. Black Cat war hier. Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe. Oder hat sie mich erwischt? Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen sein. Hat sie noch nichts von Dating-Apps gehört? Sie plant da was. Wo ist das Blitzen, das Glitzern? Ich sehe es noch nicht. Ich kann es noch nicht sehen. Es wird wahrscheinlich wieder auf irgendeinem Dach sein, oder? Vielleicht auf der Seite? Nein. Ich zoome mal ein bisschen ran, vielleicht. Was ist denn das da? Hallo! Das ist die Wohnung von Ty Stone. Da ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst. Du spielst mit dem Feuer, Felicia, aber da stehst du drauf. Das glaube ich aber auch. Okay, abgeschlossen, 100 EP, wunderschön. Können wir einen neuen Anzug haben? können wir sogar herstellen. Der ist ja noch schlimmer, um Gottes Willen. Ein Wrestler-Anzug. Naja, weißt du was? Let's go. König des Rings. Wirf Gegner mit einem Netzgriff, ohne sie entspinnen zu müssen. Okay. Ja gut. Probieren wir mal aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Aber ich würde gerne die Anzugskraft einigermaßen mal austesten. Alles, was wir so bekommen. Ein Fertigkeitspunkt haben wir. Hierfür brauchen wir zwei. Ein zweites Mal. Komm, wir machen das mal. Da kommen wir schneller voran. Drücke bei Kontakt mit dem Punkt X, um die Punktsprungdistanz stark zu erhöhen. Oh, das sollten wir auch nehmen. So kommen wir sehr viel schneller voran. Nicht schlecht. Wir müssen in den Süden. Und dabei können wir diese zwei Türme hier abholen. Finde ich gut. So machen wir es. 5 von 12 der Katzenembleme haben wir schon. Wunderschön. Brandheiße Nachrichten. Laut meinen Quellen sind die Dämonen nun die Hauptverdächtigen für die Bombe im Rathaus. Sollte dies tatsächlich so sein, revidiere ich meine Aussage, dass Spider-Man nicht schuld ist. Dann würde er zumindest eine Mitschuld tragen. Ach, komm. Durch die waghalsige Art und Weise, in der Wilson Fisk zur Strecke gebracht wurde, entstand das Loch, in das die Dämonen jetzt strömen wie Gift. Taten haben Konsequenzen, meine Freunde. Eine Laberbacke. Das hat Spider-Man nie verstanden. Taube, let's go. Die schnappen wir uns. Oh. Howards Taube. Was zum Henker? Die Jagd beginnt. Wie konnte die uns entwischen? Die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Ja, absolut. Ich wollte gerade sagen, die kennt die Kurven perfekt. So. Aber wir kriegen sie trotzdem. Hoffe ich. Yes. Nice. Sehr schön. Oscorp Industries. Wo können wir hin? Da hinten ist ein Rucksack. Ja, komm, wenn wir schon in der Nähe sind. Verfolgungsjagd mit mehreren Fahrzeugen. Ein Auto? Moment. Das schnappen wir uns. Leute!
Leute, schon mal was von Blinken gehört? Das gibt einen Strafzettel. Endstation. So, tschüss. Mist, verdammter. Komm her. Alter, was passiert hier? Wenn das mal nicht meine liebste Bande maskierter Psychos ist. Was passiert hier? Warum geht das nicht? Lang nicht gesehen. Verstehe ich nicht. Ich drück das doch. Viereck, drück ich. Ich verstehe gerade nicht, wo das Problem liegt. Ich mach's nochmal. Ich drück die ganze Zeit Viereck jetzt. So, oh. Ich muss also spammen. Alles klar. Oh mein Gott, das habe ich verpasst. Klappes Höschen. Was ist? Bombe im Laster. Ich muss sie entschärfen. Ja, komm her. Leute, ihr regt mich voll auf. Hau ab, Mann. So. Ist hier noch einer? Der lebt ja immer noch. Du willst mich doch verarschen. Ab in die U-Bahn mit dir. Puh. Die Dämonen zahlen sicher jede Menge Versicherung. Das glaube ich aber auch. Alter, unser Outfit. Das sieht so billow aus. So, wir haben hier noch ein Wahrzeichen. Da hinten. Geht das von hier auch, das Foto? Ja, geht. Sehr schön. Was ist das? Morningside University. Nice. 2 von 3 Wahrzeichen haben wir. Wir könnten hier natürlich auch den Rucksack mitnehmen, wenn wir denn schon da sind. So, komm mal her hier. Wo ist das Ding? Was? Wo ist es? Ein Autogramm, bitte. Das hängt da oben, wo wir gerade waren? Warum konnte er das nicht nehmen? Er kann es immer noch nicht nehmen. Komisch. Wie kommen wir denn da dran? Gucke ich irgendwie falsch? Nö, das ist da oben. Hä? Was? Wo ist denn das? Ich sehe den Rucksack nicht. Ist das ein Bug? Wir können auch hier drauf. Vielleicht können wir das nur von hier machen. Ich sehe nicht mal den Rucksack. Ich verstehe nicht, wo der Rucksack ist. Bin ich total bescheuert. Der müsste doch hier genau sein. Der ist nicht hier. Der ist aber nicht da. Vielleicht, weil hier ein Verbrechen ist in der Nähe, vielleicht? Ich probier's mal aus. Das macht mich nervös. Du kriegst das nicht mit. Der Typ liegt auf Eis bis in alle Ewigkeit. Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Ich muss ihn ausradieren. Oh, ihr seid wie kleine Kingpin-Azubis. So süß. Lass uns in Ruhe. Wie, lass uns in Ruhe? Wenn ihr irgendwelche fiesen Machenschaften macht... Okay, ich bin keiner. Den hier. Yes. Was ist los mit euch? Macht halt! Kommt hier rüber. So, nice. Nice. Die dicken Gegner können wir immer noch nicht mit einem Finisher umhauen. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Perk dazu, kann das sein? Komm rüber, Mickey. Au! Alter, was war das denn? Boah, Junge, komm mal her. So, tschüss.
Nein, bleib hier. Du bist erledigt. Okay, okay. Was benutzen wir denn für dich? Wie wär's hiermit? Ja, das passt ganz gut. Da kannst du dich auch nicht mehr wehren. Nice. Aber ich frag mich. Fisk hatte diese Möchtegern Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Ich sehe den Rucksack immer noch nicht, Freunde. Das ist strange. Hat sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn. Der Typ, ne? Der nervt mich. Okay, wir kriegen hier... Okay, das will ich noch nicht machen. Wir kriegen diesen Rucksack nicht. Ich verstehe nicht, warum. Was ist denn damit? Rucksack, Sammelobjekt. Upper West Side. Wir kommen später nochmal wieder. Ich glaube, das ist ein Bug. Ja. Alter, der Typ, ey. Ich verstehe nicht, was gerade mit diesem Rucksack los war. Ist das ein Bug gewesen? Das sah für mich sehr nach einem Bug aus. 1034, Officer unter Beschuss. Haben eine Meldung aus Morningside Heights. Ich will jetzt erstmal diesen Rucksack, bevor ich irgendwas mache. Willst du mich verarschen? Hier sind keine Rucksäcke. Die Dämonen werden immer dreister. Sie greifen die Polizei auf der Straße an. Die Rucksäcke sind alle verschwunden. Festhalten, Officer. Die netzschwingende Kavallerie ist da. Und zurück an Absender. So. Nice. Hey, kann Ching zu reden, ha? Ninganga, so ist der. Na klar, ich verstehe kein Wort von dem, was du von dir gibst, Mann. So, das war er. Oh. Aua. Ich kann mich nicht mehr heilen, das ist nicht gut. Knapp, knapp, ganz knapp. Komm schon. Komm doch noch so ein Dicker. Ja, das passt. Ich muss mich gerade etwas konzentrieren, Freunde. Puh, das war knapp. Denke, das war's. Alle okay? Ja. Die Dämonen kämpfen wie besessen. Okay, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber die Rucksäcke sind nicht mehr da. Die Rucksäcke sind einfach weg. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Moment. Ich starte das Spiel nochmal neu. Bis gleich. Okay, ich habe das Spiel neu gestartet und da sind sie wieder. Es war irgendein Bug. Ich weiß nicht, warum die verschwunden waren. Glas mit Gewürzen. Ich habe mich schon gewundert. Angeblich hat Fisk sein Vermögen mit diesen Gewürzen verdient. Sie sind gut, aber nicht so gut. Fisk Ichimi Togarashi. Alles klar. The world's greatest spices. Natürlich, Fisk, natürlich. Ich glaube dir aufs Wort. So, okay, dann können wir. Ich will nur mal gucken, ob das hier tatsächlich wieder da ist. Ob das nicht ein Bug ist, der weiter besteht. Weil ich möchte diesen Rucksack haben. Ja, ich weiß. Ich kann auch nichts dafür. So bin ich eben. So, komm her. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn diesmal finden werden. Na, guck mal an. Es war ein Bug. Lautlosfragment. Irgendwann erfinde ich einen Stoff, der Klang- und Lichtwellen deformiert. Ein Tarnanzug wäre sehr praktisch. Nice. Nicht schlecht. Hört sich gut an. Schöner Stoff. So einen Anzug würde ich mir wünschen. Nicht das, was wir hier gerade haben.
Katastrophe. Ich brauche einen neuen Anzug, Freunde. Ich brauche es. Bitte, bitte, gebt mir einen neuen Anzug. Da ist wieder Ärger. Wo ist der Ärger? Hier? Ne, eine weiter. Hey, Freunde. Wer will ein Foto? Wer ist es? Wie sich Spider-Man bewegt. Naja, wie ich mich eben bewege. Wie Spider-Man eben. Yes. Nee, 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 so nicht, mein Freund. Bin ja schon dabei. Wow. Knapp, knapp, knapp. Oh mein Gott. Ciao. Komm her. Also die Kämpfe, die werden immer ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil hier immer so viele sind. Die sind mittlerweile super viele von denen. Okay. Wie? Das war eine Kerze. Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Du verstehst das nicht, aber Geldsorgen sind furchtbar. Ich verstehe das sogar sehr gut. So. Was passiert hier? Geschenk vom Boss. Was? Wer bist du denn? Alter, willst du mich verarschen? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Hier. Guck mal, den Briefkasten. Der ist nur für dich. Und der auch. Zack. Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Passt es ja nicht. Er greift uns einfach an. Wer bist du? Gut, die Sache hat mich eine Weile verwirrt. Offenbar wurde Spider-Man gesehen, wie er im Stadtgebiet Dampfventile manipuliert hat. Klar, er ist ein Vandal und keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich weiß nicht. Wir müssen weiter in den Süden. Wobei, wir haben hier noch ein Fisk-Versteck. Natürlich. Wenn wir schon da sind. Aber warum tut er das? Das ist mein Lieblingsspruch. Wenn wir schon da sind. Leute schicken muss, um das zu reparieren, muss die Polizei den Verkehr umleiten und dann Federn verbrennen. Yuri, hier wimmelt es von Fisks Männern mit verdächtigen Beulen. Beulen? Waffen. Ich rede von Waffen, natürlich. Ich wollte gerade sagen. Ich kann keine Razzia wegen Beulen anordnen. Nur ein Tipp. Tschüss. Aber es kann schnell ein öffentlicher Aufruhr daraus werden. Wegen Beulen, sagt er. Glaub's ja wohl nicht. Tschüss. Jeder weiß, er ist der Kingpin. Man sollte also Angst vor ihm haben. Glaub mir, das wussten die auch vorher. Echt? Warum sind dann all die feinen Pinkel auf den Wohltätigkeitsveranstaltungen mit ihm auf Tuchfühlung gegangen? Sie haben ihn gerade deswegen mehr respektiert. Du wirst sehen, er wird freigesprochen. Okay. Und sie schleimen sich noch mehr ein als früher. Der wird suspicious. Schnappen wir uns. Oh, das war nicht gut. An deiner Stelle würde ich weglaufen. Komm her. Ja, die haben uns schon entdeckt. Mist. Tschüss. In der Luft treffe ich ihn nicht. Ein mieser Tag für dich. Oh. Auf ihn. Aua. Autsch, autsch, autsch. Hey, das kann ich aber auch. Keiner macht dem Kingpin ungestraft Ärger. Hey, was du? Fahrt aus. Nice. Er darf uns nicht besiegen. Schon passiert, mein Freund. Schon passiert. Spider-Man! Tötet ihn! Ihr wisst doch selber, dass das nicht funktioniert, Freunde. Wieder runter! Ich werde... Er darf nicht gewinnen! Aua! Sag mal! Na los doch! In der Luft treffe ich ihn nicht. In der Luft treffe ich dich aber. Oh, der mit Schild sofort. Ciao. So, freie Flugstunde für dich. Was sollen wir dagegen tun? Nix, sterben. Noch mehr Typen? Okay, stellt euch ordentlich an. Dritte von sechs Wellen, Alter. Oh mein Gott. Nein. Nimm das. Lasst euch nicht einschüchtern. Aus dem Weg. Nice. Auf euch. Hat nichts gebracht.
Boss hat ihn. Ja, das ist aber eine gute Übung, muss ich sagen. Ich denke, alle wollen mich umbringen, wenn jemand auf mich zurennt. Aber das wollen sie immer. Okay, den kriegen wir so nicht. Aber so. Alle Arbeiter von der Baustelle haben erzählt, dass sie kürzlich in Atlantic City viel gewonnen haben. Die schnelle Form der Geldwäsche. Ah, okay. Da könnte Fisk sein Geld im Moment parken. Wir legen die Daumenschrauben an. Ich arbeite an einem Haftbefehl. Mach das. Ich bin dir voraus. Du weißt, was Privateigentum heißt? Privateigentum? Alter, ihr macht hier irgendwelche finsteren Geschäfte, Mann. So, tschüss. Er darf nicht in die Luft. Warum macht er uns fertig? Den machen wir fertig. Das habt ihr schon ein paar Mal gesagt. Der Tatsachen. Da sind schon echt geile Moves dabei. 27er Kombo. 30er. Warum macht er uns fertig? Wie macht er das? Ah, komm her. So. Nice. Aufgepasst. Verdammt, der hat uns erwischt. Der Drecksack. Ich werde dir das Hirn wegschießen. Zur Hölle, tschüss. Mann. Los, wir müssen ihn aufhalten. In der Luft treffe ich ihn nicht. Das sind noch mehr. Sechste Welle, okay. Wenn man jemanden findet, der sich wie Willys Leute für einen verprügeln lässt, kann man sich glücklich schätzen. Ich schieße ihn in Stücke. Das tust du nicht. Ob tot oder lebendig. Oh mein Gott. Mach das Ding weg! Shit. Gefällt dir das, Spider-Man? Überhaupt nicht eigentlich. Verdammt. Gleich wirft er damit. Eine Chance, Kumpel. Tschüss. Jetzt davon haben wir noch was mehr. Nimm das Ding. Ich bring dir Respekt bei. Der will mir Respekt beibringen, nicht irgend so einem unwichtigen Schergen, weißt du? Oder lebendig. Fisk ist egal. Aus dem Weg. Schnappt ihn euch. Macht ihn endlich. Tschüss. Fertig. Hey, das ist aus. Nicht fair. Hier für dich. Danke. So, her mit der Waffe, mein Freund. Die brauchst du nicht mehr. Tschüss. Das war der letzte, ne? Das ist... Diese Fisk-Verstecke, die sind mega anstrengend. Und das sind so krasse Kämpfe. Deine Leute haben hier keine Probleme mehr. Nein. Und Wilson Fisks Probleme werden immer mehr. Gut oh gemacht. Ja. Sehr gerne. Trifft 3 Gegner mit Gerüsten. 2 von 3 nur geschafft. Schade. Hätte ja klappen können. Okay. So. Wir müssen in den Süden, aber ich sehe hier gerade... Ja, da kommen wir aber noch hin. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Wir holen uns das Kätzchen. Oh mein Gott. Ich brauche ein bisschen Ruhe nach dieser Aufregung. Und die Ruhe hole ich mir, während wir einfach hier rumschwingen. Das ist schön. Das macht Spaß. Dann können wir uns den Turm gleich noch holen. Und dann sehen wir ein bisschen mehr hier. In der Umgebung. So. Da wären wir schon. Perfekt. Felicia glaubt, sie spielt mit mir. Aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Ja, ja. So, komm. Rekord. Hier? Irgendwo? Nein. Oder? Nein. So, ich kann mir vorstellen, dass hier auf dem Ding irgendwas ist, aber ist es nicht. Vielleicht da drüben? Nein. Vielleicht doch hier? Nein. Wird es nicht sein. Das hier sieht, dieser Pool sieht halt sehr speziell aus, aber... Ich kann ja nichts erkennen. Was war das? Hallo, Cat. Ah, ich hab's doch blinken sehen. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden.
Dieser ich Fuchs. Muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze also, ist. Also, Katze, nicht Fuchs. 100 EP verdient. Wunderbar. Ich schau mal gerade. Ja, da ist der Turm. Haben wir jetzt einen neuen Anzug? Kann man nicht. Aber wir haben neue Anzug-Mods, sehe ich gerade. Was ist das denn? Hochleistungskondensatoren. Erhöhen den Schaden, wenn deine Gesundheit über 100 beträgt. Nett. Nett, hört sich gut an. Verlangsamt die Zeit nach einem perfekten Ausweichmanöver. Könnte man gebrauchen, denke ich. Irgendwann. Irgendwann machen wir das. So, was haben wir denn hier? Aufprallnetz Upgrades. Let's go. Schläg Gegner weiter zurück. Weg mit denen. So, und das hier, können wir das mittlerweile? Ja, können wir auch. Basismarken haben wir jetzt bekommen. Und einen Fertigkeitspunkt haben wir. Dann würde ich das hier gerne machen. Drücke bei Kontakt mit dem Punkt X, um die Punktsprungdistanz stark zu erhöhen. So kommen wir sehr viel schneller voran, glaube ich. Das werden wir gleich mal austesten. Indem wir zu diesem Turm gehen. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich etwas weiter. Holen Sie Ihre Kinderfreunde, denn diese Lektion hier müssen leicht zu beeindruckende Kinder einfach hören. Ja, erzähl du mal. Der auf die harte Tour gelernt hat, Spider-Man nachzumachen, ist nicht cool. Darf ich bitten? Also, ich wollte Verbrechen bekämpfen und Leuten helfen. Und ich bin ein großer Fan von Spider-Man. Also habe ich ein Kostüm angezogen und versucht es ihm gleich zu tun. Oh, unser Nachmacher-Typ. Das war echt ein Fehler. Wäre fast draufgegangen. Zum Glück hat der echte Spider-Man mich gerettet. Ich darf Sie unterbrechen, denn der springende Punkt wurde bereits genannt. Wer sich verhält wie Spider-Man, wird sterben. Übertreib mal nicht, Mann. Das war eine weitere Lektion fürs Leben von Onkel Jonah. Jared, lass das schützen. Onkel Jonah, Alter. Was für ein unsympathischer Kacker. So, da hinten ist eine Taube, die schnappen wir uns. Hoffe ich. Alle Einheiten, 1043. Maskierte Terroristen entführen Touristenbus. Officer, bitte nach Lincoln. So, komm, wir fliegen ja jetzt weiter. Na toll. Das hat ja super geklappt. Mit dem Weiterfliegen. Scheiße. So, 1, 2 haben wir jetzt mittlerweile. Komm her. Yes. Thanks. Okay. 8 von 12 Tauben haben wir. Das läuft sehr gut, Freunde. Das läuft wirklich sehr gut. Oh, wir haben hier ein paar Sachen verpasst, aber ist nicht weiter schlimm. Ich würde trotzdem gerne hier hin. Wir holen uns das Kätzchen. Und dann machen wir die doppelte Funktion. Wir werden hier 100 pro nochmal wiederkommen. Ich muss nicht immer wieder die Richtung wechseln. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Danke. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Ich wusste es. Krebs, weißt du. Oh. Howard, das tut mir so leid. Oh Mann. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Oh, der Arme. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Das werden wir tun, mein Freund. Spider-Man. Auf jeden Fall. Der Arme. Ich hab schon beim ersten Mal rausgehört, irgendwas ist mit seiner Frau. Felicia ist sehr fleißig. Ja. Aber ich hol auf. Eine teure Kamera nach der anderen. Zuschlägt. So, was haben wir denn hier? War hier irgendwas? Nee. Da? Nein. Mhm. Auch hier sehe ich kein Kätzchen rumfliegen. Aber hier. Das sieht doch sehr nach Katze aus hier. Ist das der richtige? Das ist doch voll der Hinweis. Ist das nicht richtig? Oh, da unten. Oh, noch eine Katze. Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Aha. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden. Sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. Wahrscheinlich ist das der Fall. Abgeschlossen. EP verdient 100. Können wir irgendwas Neues? Ich will einen neuen Anzug, bitte. Bitte gib mir einen neuen Anzug. Freigeschaltet auf Stufe 21. Wir müssen die nächste Stufe erreichen, Freunde. Dafür müssen wir die nächste Aufgabe meistern. Blackhats Überwachung, 7 von 12. Das läuft doch.
MJ hat richtig vermutet. Hier wimmelt's von Dämonen. Okay. Ich muss die Typen ausschalten, dann sehe ich mich um. Eine sehr gute Idee. Und mit diesem Anzug wirst du das doch locker hinbekommen, oder? Ja.